in den vielen, vielen verschiedenen Meditationen, das im Buddhismus vorhanden sind. Anapanasati zählt als Essenz von Weisheit-Meditation. Es ist die Tradition nach, der Tradition nach. Bitte korrigieren Sie mein Deutsch. Ich habe lange nicht Deutsch gesprochen. Der Tradition nach, gut, der Tradition nach ist diese Meditation, so mindestens wird in der Theravada-Tradition geglaubt, dass der Buddha hat selbst unter dem Erwachungsbaum geübt. Und durch diese Meditation hat er dann das Höchste verwirklicht. Und in den Schriften steht auch, dass nach seiner Erleuchtung der Buddha hat bis zum Tode diese Meditation fortgesetzt. Es wird erwähnt, zum Beispiel in Samyutta Nikaya, Buddha erzählt Ananda, wenn er in Retreat war, wenn jemand kommt und fragt, was der Buddha macht, er soll sagen, er übt Anapanasati, was dann zeugt, dass er hat immer diese Meditation fortgesetzt. Dann in zahlreichen Schriften, die der Buddha dann immer hat diese Meditation gepriesen. Er hat auch diese Meditation zu seinem eigenen Sohn Rahula als Weg zur Erleuchtung erklärt. Und diese Meditation ist so im höchsten Ansehen in beiden, in Theravada und auch in Mahayana-Tradition. Es ist sozusagen Einführung in die buddhistische Weisheit. Und ich werde jetzt sehr kurz erklären, warum ist es so. Also wie wir alle wissen, Buddhismus unterscheidet sich von allen anderen Religionen dadurch, dass es die Existenz von Selbst, von Seele verneigt. Es gibt kein Selbst, es gibt nur Geist und Körper, oder Geistlichkeit und Körperlichkeit, was Nama Rupa heißt. Rupa eigentlich kann man nicht nur mit Körperlichkeit übersetzen, aber wir lassen diese Sachen, diese Nuancen von Philosophie. Man kann sagen, Körperlichkeit und Geistlichkeit, das ist alles, was man in der Welt erfahren kann. Außer Geistlichkeit und Körperlichkeit gibt es nichts. Wenn man in dieser Welt etwas außer Geistlichkeit und Körperlichkeit, beide Geistlichkeit und Körperlichkeit, können nur erfahren werden als Prozessen. Und Prozess ist das Leben. Und Geistlichkeit und Körperlichkeit, diese zwei sind mit was verbunden? Mit dem Atmen verbunden. Durch Atmen kommt Geistlichkeit und Körperlichkeit zum Ausdruck. Weil Atmen ist Bündnis zwischen Geistlichkeit und Körperlichkeit. Warum ist es so und wie ist es so? Wie kann man das erfahren? Sehr einfach. Wenn man mit Achtsamkeit den Atmen betrachtet, wird man dann allmählich lernen, um imstande sein zu sehen, wenn der körperliche Zustand sich ändert, der Zustand von Atmen ändert sich auch. Auch wenn der geistliche Zustand ändert, das kommt zum Ausdruck in Qualität von Atmen. Also Qualität von Atmen, wenn wir achtsam sind, lass uns erfahren Zustand von unserem Wesen, Zustand von unserer Wirklichkeit, Zustand von Geistlichkeit und Körperlichkeit. Das ist die Wirklichkeit der Welt. Das ist alles, was wir in dieser Welt erfahren können. Und diese zwei Sachen und die Beziehung zwischen den beiden kommt zum Ausdruck
durch Atmen. Also Betrachtung von Atmen dann ist, wie zum Beispiel in Abhidharma Kosha erklärt, ist dann Essenz der Weisheit. Weil die buddhistische Weisheit, die Weisheit von Selbstlosigkeit und von den bedingten Entstehung von allen Dingen, das man in der Welt erfahren kann, diese Weisheit dann, wenn man Meditation von Atmen versteht, kommt zum Ausdruck durch Atmen und seine Qualitäten, seine Änderungen. Deswegen, jemand, der lange Zeit sich mit dieser Meditation beschäftigt hat, der sollte dann lernen, bis zum Tode von bewusst werden von jedem einzigen Atmen. Der Buddha hat immer betont, dass diese Meditation dann zu Erleuchtung führt, zu Wissen. Erleuchtung im Buddhismus unterscheidet sich von Erleuchtung in anderen Religionen dadurch, dass die Erleuchtung kommt durch Wissen von der Welt. Durch Wissen von der Welt nur können wir wissen, was über Welt hinausgeht, also in Buddhismus Nirvana. Durch Verständnis von dem Vergänglichen kommen wir zu Verständnis von dem Nicht-Veränderlichen, also von Nirvana. Und Atmen dann ist Ausdruck von beiden, von Prozess von Körper und Prozess von Geist und auch Bindnis zwischen den beiden. Wenn man so die Meditation an Atmen versteht, wird man dann großes Nutzen von dieser Meditation haben. Deswegen diese Meditation, wenn man sie versteht, fordert Weisheit. Es ist reine Weisheit, Betrachtung von Atmen ist reine Weisheit nur dadurch, dass man diese Meditation richtig versteht. Und wie ich vielleicht dann später nach 2 Wochen erklären werde, Buddha hat diese Meditation erklärt als Satipatthana Übung. Und Voraussetzung für Satipatthana, Satipatthana ist der im Buddhismus der Weg von Achtsamkeit, ist der einzige Weg. Der Buddha hat erklärt, Achtsamkeit der einzige Weg zu Klarheit. Es gibt keinen anderen Weg. Und die Voraussetzung von Satipatthana ist dann Konzentration. Man kann nur Achtsamkeit üben, indem man konzentriert ist. Achtsamkeit also fordert Konzentration. Und die Meditation an Atmen ist dann immer mit Konzentrationsübung verbunden. Jemand, der sich an diese Meditation gewöhnt, dann, sobald er seine Aufmerksamkeit Atmen schenkt, wird dann automatisch der Geist gesammelt. Und in der wichtigste Prinzip im Buddhismus ist, dass nur der gesammelte Geist sieht die Dinge, wie sie wirklich sind. Samahitam Chittam Yatha Bhutam Pasati. Der Buddha hat immer betont in vielen, vielen Schriften, nur der gesammelte Geist kann sehen die Dinge, wie sie wirklich sind. Sehen die Dinge, wie sie wirklich sind, ist dann Satipatthana. Ist dann der Weg von Achtsamkeit. Und die Voraussetzung für Achtsamkeit ist die richtige Konzentration. Konzentration in Buddhismus gibt es 2 Sorten von Konzentration. Die richtige Konzentration und nicht richtige Konzentration. Richtige Konzentration ist die Konzentration, die mit heilsamen Geisten verbunden ist. Und heilsamer Geist nach der buddhistischen Lehre ist immer verbunden mit Achtsamkeit. Und Achtsamkeit
ist, wenn es effektiv sein soll, ist immer dann verbunden mit Weisheit und Konzentration. Und dann auch mit Sada, also mit Sada wird man als manchmal als Glaube oder übersetzen, aber buddhistisches Sada ist nicht nur Glaube, es ist Überzeugung von Richtigkeit von dem, was man macht. Also Überzeugung, dass man den richtigen Weg geht, dass man sich mit den Dingen so arrangiert, dass man sie durch Verständnis, dass man diese Überzeugung soll dann durch Verständnis zustande kommen. Dann Meditation über Atmen, dann, wie ich gesagt habe, ist immer verbunden mit Achtsamkeit, mit Konzentration, mit Weisheit, mit Überzeugung und mit Anstrebung. Ohne Anstrebung, der Geist, der achtsam ist, ist der kämpferische Geist. Achtsamkeit ist ein Kampf. Der Buddha lehrt, dass wenn jemand nachlässig ist, ist er so gut wie tot. Und Achtsamkeit dann ist immer verbunden mit Anstrebung. Anstrebung ist Ausdruck der Weisheit. Dann wichtigster Aspekt ist dann Konzentration. Das auch, von was ich verstanden habe, das wird von dem Ehrwürdigen hier jetzt auch betont. Und diese Konzentration in den Schriften wird erklärt als gradueller Weg. Erster Schritt ist dann Lernen mit dem Objekt lange Zeit verbunden sein, nicht den Objekt zu verlieren. Das ist der erste Schritt, der in Anapanasati Sutta, in Schrift, das erklärt, diese Meditation, der Buddha sagt, dass jemand, der nicht mit Atmen verbunden ist, übt nicht, kann nicht Atmen, Meditation üben. Nur wenn man bewusst den einatmet und ausatmen ist, übt man dann Atmen, Meditation, sonst nicht. Davon muss man immer bewusst werden. Jeden Atemzug bewusst. Das ist erster Schritt. Solange man mich nicht das geschafft hat, gibt es keine Möglichkeit von Fortschritt, von starker Konzentration. Weil starke Konzentration kommt nur durch die Fähigkeit, immer mit dem gleichen Objekt verbunden zu sein. Das soll dann zur Gewohnheit werden. Und das wird, ich nehme an, auch der Ehrwürdige jetzt bei Ihnen beibringen. Und diese Methode normalerweise wird gelehrt durch Rechnen. Das ist erster Schritt. Atmen, Zuge, Rechnen. In der Mahayana-Tradition ist es sehr, sehr detailliert geschildert. In der Theravada-Tradition ist es ziemlich einfach. Der Ehrwürdige weiß nicht, wie er das erzählen wird. Man kann rechnen normalerweise jeden Einatmen und Ausatmen als 1, dann bis 10, nicht länger, nicht kürzer als 5 und nicht länger als 10 wird in den Schriften erklärt. Warum? Weil wenn man länger als 10 rechnet, was geschieht? Man dann wird auf Aufmerksamkeit rechnen schenken. Und rechnen ist nur ein Mittel, mit dem Objekt zusammenbleiben. Deswegen, damit man nicht besonders rechnen Aufmerksamkeit schenkt, aber mit dem Atmen immer verbunden bleibt, dann immer neu. Nicht weiter rechnen, sonst dann der Rechnen bleibt und Atmen geht weg. Das soll nicht geschehen.
und nicht kürzer als 5, weil der Geist braucht gewisse Freiheit. Wenn er so enge Zeit gezwungen ist, dann ist er gespannt. Und erster Schritt zu Konzentration ist Entspannung. Ohne Entspannung kann man sich nicht konzentrieren. Also kann man nicht richtige Konzentration üben. Ich habe erklärt, richtige Konzentration ist immer mit Achtsamkeit und mit Weisheit verbunden. Dann in der Mahayana-Tradition, ich weiß nicht, wie der Lehrer erklären wird, ist es dann sehr kompliziert manchmal, bis 10, dann bis 100, dann wieder von 100, wieder zurück, also Folge nach vorne, dann von vorne wieder zurück und so weiter. Und in der Theravada-Tradition immer nur bis zum 10, bis der Geist sich sammelt. Und in den Schriften wird erklärt, diese Meditation soll so über Atmen durchrechnen, wird so lange geübt, bis, wenn man auch schneller rechnet, lange Zeit und nie den Atmen verliert, wenn es so man machen kann, längere Zeit. Das heißt, dass man dann familiär mit dem Objekt ist und man braucht nicht mehr. Also jeder dann muss entscheiden für sich, wenn man lange Zeit nicht den Objekt verliert, dann ist es dann diese Rechnen wird nicht mehr notwendig. Ja, dann in der Theravada-Tradition hier unterscheidet sich Mahayana-Erklärung mit Theravada. In der Theravada-Tradition fängt man gleich mit Fokussieren an einer Stelle. In der Mahayana-Tradition wird der Körper im ganzen Körper betrachtet. Ich weiß nicht, wie der Ehrwürdige es erklären wird. Sie machen das. In der Theravada-Tradition gleich am Anfang soll man lernen, diese Einatmen und Ausatmen an einer Stelle wahrnehmen zu können. Das ist sehr wichtig. Also nach Rechnen kommen dann Folgen. Folgen von den Atmen. Und Folgen von den Atmen heißt in der Theravada-Tradition, dass obwohl man bewusst ist, dass Anfang von Ausatmen ist in unterem Bauch, Mitte ist im Herz, Ende ist in Nasenlöchern, man sieht diesen Prozess an einer Stelle, nur an dem Berührungspunkt, wo man Einatmen und Ausatmen wahrnimmt. Nicht an andere Stelle. Das heißt, dass man nicht den Atmen verfolgt, sondern immer bleibt mit dem Geist an einer Stelle. Wo immer, nachdem der Geist sich durchrechnen, man muss nicht unbedingt rechnen, man kann nur auch bewusst ein, aus. Manche Teilnehmer, manche Yogis kennen sich nicht an Rechnen, gewöhnen, sie brauchen nicht zu rechnen, wenn es so die Lage ist. Sie können nur bewusst einfach für sich selbst, natürlich nicht die anderen Sterne. Sie sagen sich für sich nicht laut, aber für sich selbst ein, aus. So verfolgen sie dann jeden Atemzug. Und wenn sie so lange machen können, ohne Unterbrechung, das heißt, dass dann kommt es praktisch automatisch, dann werden sie imstande sein, diese Atemzüge an einer Stelle festzustellen, an dem Berührungspunkt, wo immer die Berührung von Atmen am klärsten wahrgenommen wird, dort soll sich der Geist gewöhnen, zu bleiben, nicht sich bewegen. Die Geheimnis von ganzer buddhistischer Weisheit ist Geheimnis von Fasso, von Berührung.
alles, was wir in der Welt wahrnehmen, kennen, wir wahrnehmen durch Berührung. Wenn wir einen Objekt nicht berühren, durch Organe, auch durch Geist ist auch ein Organ, wir können ihn nicht wahrnehmen. Also jetzt, der Witz ist, die ganze Technik ist dann, dass man soll sich durch Übung, das kommt nicht von heute nach morgen, das wird gewisse Zeit dauern, man soll sich daran gewöhnen, wann immer man an Atmen denkt, der Atmen dann erscheint an derselben Stelle. Wenn es so weit ist, dann wird man sehr leicht tiefe Konzentration lernen können. Aber das dauert eine Weile. Dann nachrechnen, wie ich gesagt habe, folgen. Atemzüge folgen, aber die Theravada-Tradition dann lernt, folgen heißt folgen an einer Stelle. Wo immer in der Nähe von den Nasenlöchern die Berührungspunkt von Atmen am deutlichsten ist, so dort soll man mit der Achtsamkeit bleiben und nicht den Geist bewegen lassen. Wenn dann Konzentration tiefer wird, dann wird man auch lernen können, dass wo immer man sich konzentriert, dort wird der Atmen auch erscheinen. Das ist auch Geheimnis von den Atmen. Dieses Geheimnis von Atmen ist dann verbunden auch mit Wissen von Yoga. Ich werde das vielleicht nach 2 Wochen noch ein bisschen erklären und Ihnen illustrieren, wie man lernt, wo immer man sich konzentriert im Körper, dort wird auch, wenn der Geist konzentriert ist, der Atmen erscheinen. Und es ist am günstigsten, dass man sich in Mitte dann, wenn die Konzentration dann besser ist, in Mitte hier an dieser Stelle irgendwo konzentriert, weil wenn man sich am rechten Nasenloch oder linken Nasenloch konzentriert, dann wenn Konzentration tiefer wird, jede Stunde wird man erfahren, jede Stunde dann wird ein Loch mehr offen und andere Loch nicht so offen. Dann immer, wenn nach einer Stunde der andere Loch sich öffnet, dann automatisch die Konzentration dann hat Tendenz zu andere Stelle zu laufen. Und indem man Konzentration in der Mitte hält, dann kann man diesen Prozess vermeiden. Dann kann man längere Zeit konzentriert an einer Stelle bleiben. Aber das ist dann nur für die Fortgeschrittenen, wenn sie schon lange Zeit sich konzentrieren können, dann können sie daran denken, dass wo immer sie sich konzentrieren, wird auch der Atmen dort entstehen und am günstigsten ist es in der Mitte, damit man vermeidet dieses Prozess von Wechseln. Die Yogis, die tiefe Konzentration haben, sie können von der Zeit bewusst sein, auch wenn sie in Hölle, in Dunkelheit leben. Wissen Sie, jetzt ist es Zeit für Essen, zu betteln. Wie? Weil Sie sich wissen, dass jede Stunde ein Loch wird offen, andere Loch wird nicht zu, aber ein bisschen zu. Dann Atmen wird deutlicher, eine Stunde im linken Loch, nächste Stunde im rechten Loch. In Yoga gibt es Methode, wie man das ändert, aber normalerweise, wenn man nicht die Aufmerksamkeit schenkt zu dieser Wechselung, dann automatisch läuft es. Sie können selbst versuchen, eine Stunde rechts, nächste Stunde links. Wenn Sie lange Zeit Atmen, Meditation üben, werden Sie das erfahren. Dann, wenn es so weit ist, wenn Sie lernen, immer mit dem Geist an einer Stelle zu bleiben, an dem Berührungspunkt mit dem Atmen, dann kommt
der Prozess von Versenkung. Das auch dauert ein bisschen, muss man Geduld haben. Wenn der Geist gefestigt ist, wenn er mehr Qualitäten gesammelt hat, dann wird diese Berührungsdurchläuterung des Geistes, wird auch Läuterung von Atmen und von Berührungspunkt von Atmen. Und wenn der Geist geläutert ist durch Konzentration und durch Weisheit, dann diese Berührungspunkt mit dem Atmen wird auch geläutert und dort erscheint dann Licht. Am Anfang, wenn der Geist noch nicht trainiert ist, wird dieses Licht nicht sehr hell und er kommt und geht. Es wird aber allmählich, wenn man weiter diese Meditation übt, wird dieses Licht dann an der Berührungsstelle immer heller und heller und dann geht es zur Versenkung. Aber diesen Prozess erkläre ich nicht, weil das dauert eine Weile, bis man das gelernt hat. Aber ich nehme an, der Ehrwürdige wird dann Schritt nach Schritt erklären, wie man dann lernt, bessere Konzentration zu entwickeln an dem Atmen. Das Wesentlichste habe ich gesagt und mehr dann erkläre ich nach 2 Wochen. Dann ich wünsche einen erfolgreichen Retreat und ich freue mich an das Wiedersehen nach 2 Wochen.